Die meisten von euch dürfte es nicht überraschen, wenn ich sage, dass ich die fünfte Gen nicht besonders gut fand. Sie hat einige Probleme und hier sind 26 von ihnen. In keiner richtigen Reihenfolge. Team Plasmas Motivation waren durchaus nachvollziehbar und teilweise waren die mir sogar recht sympathisch. Aber dann wurde die gesamte Story durch "Oh lol, ich wollte in Wahrheit doch nur die Welt regieren" ruiniert. Die Ponytox. Die Affen waren so ziemlich notwendig, um die erste Arena zu besiegen, aber ab Stratos City komplett nutzlos. Die Grasschlange mit Arm und Bein wird zu einer größeren Grasschlange mit Arm und Bein und die wird zu einer größeren Grasschlange ohne Arme und Beine. Drei fucking Rivalen. Ein Kampf gefühlte alle zwei Routen und oder Städte. Aber hey, immer noch besser als diese Spacken. Dreifach- und Rotationskämpfe. Warum? Noch ein Feuerkampfstarter. Der komische, pädophile Bergsteiger am Riesenrad. Einfach nie. Die Pokémon Musicals, denn wir hatten noch Zeit übrig. Keine Safari-Zone. Echt jetzt? Die vierte Gen hatte zumindest das Moor, was ganz interessant war. Und in den Remakes der zweiten Gen, selbst da haben sie eine reingebaut. Bis zum Postgame konnte man nur Pokémon aus der fünften Generation fangen. Der Scheißtribe sind in der Wüste. Wie soll man darauf kommen, dass man da längst gehen muss? Hey, der Arenaleiter benutzt Normal-Pokémon. Da vorne gibt's einen Riolu. Hey, dieser Arenaleiter benutzt Gift-Pokémon. Da vorne gibt's Magnetilo. Oh Mann, sieht Autaro niedlich aus. Ich bin gespannt, zu was es sich entwickelt. Okay, cool, cool. Das letzte ist dann bestimmt sowas wie ein Samurai-Otter. How could this happen to me? I made my mistakes. Nowhere to run. The night goes on. Unratütox. Einfach nur Unratütox. Einige der Namen wie, ich hab das hier irgendwo stehen. Ach, da. Mara alla Karambaya und Elamaola. Dieses absolut dämliche System, mit dem man die anderen Schwierigkeitsgrade freischaltet. Und wo wir schon beim Thema sind, man schaltet den Easy Mode frei, nachdem man das Spiel durch hat. Echt jetzt? Die animierten Battle Sprites waren einfach hässlich. Die animierten Sprites in Stratos City waren auch nicht hübsch. Stratos City war ein großer Haufen Nichts. Die endlosen Dialoge. Lasst mich einfach Pokémon spielen. Das doch recht dürftige Postgame. Diese ganze Gezis-Diskussion, wie er ausgesprochen wird. Gezis, Jesus. Ah. Und natürlich die Copy-Paste-Genies. Weil die vierte Gen damit ja noch nicht genug Probleme hatte. Aber wisst ihr was? Das ist alles vollkommen egal. Denn auch wenn die fünfte Generation viel falsch gemacht hat, hat sie das alles mit einer Sache wieder gut gemacht. Die eine Sache, die einfach das ganze Spiel wieder in Ordnung gebracht hat. Sie hat uns das beste und wichtigste Pokémon von allen geschenkt. Ihr wisst immer noch nicht, wovon ich rede? Dann seht selbst. Drop it.